Hallihallo, Hallöchen, hier bin ich wieder und das ist jetzt mein siebter Versuch, dieses Video aufzunehmen. Vorher habe ich versucht, auf der Terrasse aufzunehmen, dann ist das Licht weg gewesen, es fängt fast an zu regnen, dann war mein Akku erschöpft und jetzt sitze ich hier bei uns im Esszimmer. Falls ihr euch über den Hintergrund wundert, ich sitze im Esszimmer am Boden, weil es hier einfach das beste Licht gibt zurzeit, da es draußen jetzt schon wieder dunkel wird. Und ich habe euch heute wieder ein Buch mitgebracht, und zwar dieses hier, Gretchen Sackmeier von Christine Nöstlinger. Also, als erstes möchte ich euch den Klappentext vorlesen. Gretchen Sackmeier ist 14 Jahre alt und ein bisschen dick. Alle Mitglieder der Familie Sackmeier sind dick. Trotzdem leben sie glücklich und harmonisch zusammen. Bis zu Mamas Klassentreffen jedenfalls, denn seitdem hat sie sich in den Kopf gesetzt, abzunehmen. Der Grund? Sie ist verliebt. Das sorgt natürlich für gewaltige Turbulenzen im Hause Sackmeier. So, als nächstes möchte ich euch gerne eine Leseprobe vorlesen. Und die ist in meiner Ausgabe von 2005 ab Fuß der Seite 26. Die Mama machte und ging ins Schlafzimmer. Gretchen ging ins Kinderzimmer und setzte sich an die Mathehausübung. Gleich danach kam Hänschen herein, setzte sich auf Gretchens Schreibtischkante und sagte: Weißt du, was die Mama im Schlafzimmer tut? Hingelegt wird sie sich haben, sagte Gretchen, weil ihr nicht gut im Magen ist. Hänschen schüttelte den Kopf. Hingelegt hat sie sich schon, sagte er, aber auf den Fußboden. Sie turnt! Lauter Liegestütze macht sie. Gretchen erschrak dermaßen, dass ihr der Zirkel, mit dem sie gerade einen Winkel halbieren wollte, aus den Fingern fiel. Und hast du den enormen Kaugummifaden gesehen? Fuhr Hänschen fort. Sie muss ja mindestens sechs Kaugummis im Mund haben. Hänschen packte Gretchen an der Schulter. Was soll denn das heißen? Rief er. Sie sagt nur noch Humpf, süffelt Tee mit Pillen, kaut Kaugummi und turnt. Er schaute Gretchen ratlos an, sogar ein bisschen ängstlich. Spinnt sie plötzlich, Gretchen? Fragen wir sie, sagte Gretchen und hob den Hintern vom Sessel. Hab ich ja schon, gerade vorher. Und was hat sie gesagt? Humpf hat sie gesagt. Was denn sonst? Da ließ Gretchen den Hintern wieder auf den Sessel sinken und sagte: Warten wir ab, bis der Papa kommt. Der kehrt das schon wieder auf. Und das ganze Buch ist im Stil von Christine Nöstlinger sehr lustig geschrieben, wie man es von ihr auch erwarten würde. Und es geht eben darum, Gretchens Familie ist dick. Im Vergleich zu ihrer Familie ist Gretchen eigentlich die schlankste von ihnen, 1,60 Meter groß, 64 Kilo schwer und ihr Übergewicht gut verteilt. Hänschen, ihr Bruder, hat einen Fettbusen, die Kleine hat Hamsterbacken, Mama hat breite Hüften und Papa einen dicken Bauch und die Zwettleroma hat das alles zusammen. Deswegen fühlt sie sich bei der Zwettleroma auch besonders wohl. Und die Familie kennt Familienrituale wie Montag ist Schinkenfleckertag und Mama backt mit Freude. Manchmal steht eine Torte am Tisch und Papa weiß schon gar nicht mehr, ob er jetzt irgendeinen Geburtstag oder Namenstag oder Jahrestag verpasst hat. Aber Mama hatte einfach Lust zu backen. Und nach dem Klassentreffen bemerkt Gretchens Mutter, sie hat in ihrem Leben nichts erreicht und sie ist zu dick, möchte abnehmen, sucht sich einen Job, möchte auch an die Uni gehen und studieren und das sorgt für Turbulenzen. Daraufhin verliebt sich Gretchen auch noch in den Florian Kalb aus ihrer Klasse und das lässt eben alles drunter und drüber gehen und die Kinder sind sauer. Gretchen versteht ihre Mutter eher, aber ihre anderen zwei Geschwister macht das richtig sauer und der Papa versteht sowieso gar nichts mehr und dann gibt es auch noch den Hofrat, bei dem die Mutter arbeitet. Alles sehr komplizierte Sachen. Das Buch habe ich mit 12 Jahren ungefähr gelesen und damals hat es mir schon sehr gut gefallen. Ich würde es eher 14-Jährigen empfehlen. Gretchen sagt mir, er ist 14 Jahre alt, ein bisschen zu dick. Also alle Mädchen, die ein bisschen zu dick sind und 14 Jahre oder in diesem Alter eben in der Pubertät sind, denen kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen, falls ihr natürlich nicht in diesem Alter seid, aber ihr kennt Mädchen in dem Alter.